Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mr. Prepper. Wir sterben uns gerade. Wir sterben hier gleich weg, wenn das so weitergeht. Wir müssen mal eben schnell nach unten laufen und uns eine Notfallreserve zu essen holen. Oje, oje. Was haben wir denn hier? Suppe? Komm, iss die Suppe, bevor du stirbst. Okay. Oh Gott. Notfallration haben wir jetzt nicht mehr gehabt. Die habe ich eigentlich gesucht. Aber die haben wir nicht mehr gehabt. Nee. Okay, wir haben in der letzten Folge hier unten im Bunker angefangen, Beete zu machen. Und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. So, Schnellpflanzen, Pflanzen inspizieren. Mal schauen, was er dann sagt. Qualitätserde für den Anbau von Pflanzen in deinem Bunker. Braucht neue Samen. Das ist irgendwie logisch. Aber wir sind jetzt so intelligent gewesen, haben die Samen gar nicht mitgenommen. Das heißt, wir können nochmal eben hochgehen. So, habe ich die hier oben reingetan? Ja, genau. Was braucht man denn da? Orangensamen, Sonnenblumenkerne, Salatsamen, Gurkenkerne, Karottensamen. Karotten sind schon mal nicht schlecht. Rüben sind, glaube ich, auch nicht schlecht. Die nehmen wir mal beide mit. So. Dann komm runter. Was kann ich denn hier eigentlich mit? Raum-Upgrade-Box. Oh, was ist das denn? Verbessern. Aha. Okay. Keine Ahnung, was ich dann dafür brauche. Da muss man anscheinend dann irgendwas reinmachen. Aber gut. Gut zu wissen auf jeden Fall schon mal. Warum kann ich. Ach so. Nee, da kann ich es aber doch nur auf den Boden stellen. Meine ich doch. Hä? Und wie soll ich. Ah. Okay, einmal draufklicken. Verstehe. Pflanzen. Jetzt fehlt Wasser. Gut, das Wasser haben wir natürlich auch sinnigerweise wieder oben stehen. Oh Gott. Okay, wir sollten unsere Vorräte an Wasser vielleicht mal aus dem Schrank nehmen und nach unten in den Keller stellen oder so. So. Da möchte ich bitte einmal Wasser haben. Nein. Abholen. Wie nicht bereit. Oh. Okay, mitnehmen wollte ich das nicht. Entschuldigung. Ich glaube, jetzt ist er erstmal eine Weile nicht mehr bereit. Gehen wir erstmal wieder nach unten. Lassen wir den erstmal da. So. Wasser. Kann man das einfach drüber ziehen? Nein, können wir nicht. Okay. Wahrscheinlich wieder anklicken. Ah, dann macht er das automatisch. Okay, perfekt. Können wir nochmal anklicken? Nö, das reicht. Okay. Gut, dann machen wir hier. Wir haben jetzt da die Karotten reingemacht. Ne? Dann machen wir hier die Rüben rein. Aber ein Samen für so ein ganzes Beet, das ist natürlich. Naja. Okay, die kriegen aber nicht genug Licht, wenn ich das richtig sehe. So, wir nehmen die jetzt mal. Ja, ich weiß, Leute, ich weiß. So. Da müssen wir die schon. Oh je, oh je. Da müssen wir am besten pro Beet. Oh. Und nu? Was kann ich jetzt machen? Wir haben Stromausfall. Hilfe. Da oben müssen wir hin. Das ist dein Stromkasten. Hier kannst du sehen, wie viel Prozent vom Strom verbraucht wird, okay? Der von der Regierung bereitgestellte Strom ist sehr begrenzt. Ach du Scheiße. Wollt ihr mich veräppeln? Im Augenblick musst du etwas ausschalten, um wieder Strom zu bekommen. Ja, das durfte ich ja vorhin nicht. Später kannst du deine eigenen Generatoren bauen, um mehr Strom zu produzieren. Okay. Das möchte ich bitte ausschalten. Eieiei. Den. Naja, gut, der macht keinen. Nee, nee, nicht da hochgehen. Nein. Böser Junge. Das ist natürlich jetzt problematisch. Nein. Inspizieren.
Der Stromzähler, ja, das ist mir auch klar. Sieht man dann wahrscheinlich nur hier dran. Gut, ich möchte das dann erstmal ausschalten. Keine Ahnung. Weil ich muss irgendwie... Also ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich so schnell wie möglich einen Generator kriege. Weil so wie es jetzt ist, können wir es natürlich nicht lassen. So, und die brauchen... Es kommt noch ein bisschen darauf an, wo ich die hinhänge. Okay. Die brauchen jetzt natürlich auch noch zusätzlich Licht. Ja, die möchte ich jetzt aber auch nicht wegtun. Das wird jetzt noch... Also dann können wir auf jeden Fall erstmal nur die Beete hier... Eieiei. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann schon gar nicht mehr reden hier. Das ist ja schlimm. Okay, stellen wir hier erstmal... Hallo? Achso, der war noch nicht fertig. Komm, lauf ein bisschen schneller, bitte. So, ich stelle die daneben. Was? Achso, ich soll schon wieder Nickerchen machen. Ist das euer Ernst? Kann man hier nicht irgendwie eine Tonne bauen oder sowas, die den Regen auffängt? Ich meine, es regnet hier doch ständig. Werkbank Level 2. Da brauchen wir Metall und Stein für. Wir brauchen 15 Metall. Leider konnte ich jetzt keins mehr kaufen. Ich glaube... Leider, dass ich da dann doch nicht drum herum kommen werde, Sachen zu kaufen. Wieso kann ich jetzt gar nichts mehr kaufen? Hä, was ist jetzt los? Ach nee, das ist jetzt hier. Für 4 Stück. Das ist jetzt nicht das, was ich jetzt gerne hätte. Ich hätte gerne... Direkt Energieriegel. Die hat nur die Samen. Alter Teppich. 3 auf Lager. Gurkenkerne. Gut, theoretisch könnte ich jetzt bei der... Oh, verdorbenes Essen. Oh. Ach, das kann ich aber nicht verkaufen. Okay, ich dachte gerade schon. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Was das verdirbt denn hier so schnell? Das ist ja schlimm. Okay, also guck mal. 1, 2, 3, 4. Wie viel braucht man jetzt überhaupt? Ich kaufe mal 5 erstmal. Ich muss nochmal gucken. Ich möchte die Werkbank auf Level 2. Also ich weiß, das Problem ist halt nur, ich weiß jetzt nicht genau, was mir das bringt. Das Problem ist auch noch, dass wir Stein brauchen. Ich brauche aber, fällt mir gerade noch ein, noch die 10 Metall, um das eine... Oh, ich muss auch dringend noch schlafen. Ja, ich habe es vergessen, Entschuldigung. Ein Nickerchen machen, bitte. Ich brauche auch dringend noch 10 Metall, glaube ich, insgesamt, um den Aufzug zu reparieren. Ich hoffe, dass wir da vielleicht irgendwas aus der Mine dann noch holen können, weil Metall ist ja doch... Ich behaupte mal einfach, dass wir das dann da kriegen könnten. Das wäre natürlich geil. Jetzt habe ich die Samen hier alle dabei. Was ist das denn hier? Da habe ich noch gar nicht... Achso, die kann ich aber nicht aufmachen. Das ist ein normaler Dunstabzugkorb, ne? Genau. Okay, also die tun wir erstmal da rein. Hier tun wir mal den ganzen Crap rein, den wir eh nicht brauchen. So, das brauchen wir auch nicht. Altpapier, Zeitung. Zack. Ist jetzt natürlich schon ziemlich spät. Oh, sag mir bitte, dass das meine Bestellung ist. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Moment, dann gehen wir hier nochmal schnell zur Werkstatt. Und zerlegen die mal eben hier. Das können
können wir dann auch ein bisschen schneller machen. So. Dann haben wir, wenn ich das richtig gesehen habe, 10 Stück, ne? Und ich meine, wir bräuchten auch 10. Jetzt brauchen wir wieder was zu essen. Das geht mir so auf den Sack hier. Moment. Was ist denn hier eigentlich verdorben? Salat, Thunfisch, Wildfleisch. Hä? Ich habe doch gerade Suppe geholt. Hallo? Hä? Wo ist die Suppe jetzt hin? Leute! Was ist denn jetzt los? Das war jetzt verdorben, oder wie? Nee, oder? Nee. Ich kann mir noch einen Smoothie machen. Komisch. Machen wir doch direkt 2. Ach. Jetzt seh's. Oh mein Gott. Okay, ich bin irgendwie da runtergerutscht. Keine Ahnung. Okay, tu mir die Suppe wieder rein. Den Smoothie essen wir. Ich würde sagen, wir essen beide, weil das bringt uns eh nicht allzu viel. Wir müssen dann nur mal eben ganz schnell sein. Und eben zur Mine rüber. So, komm. Komm, komm. Lauf, mach hinne. Reparieren. 10 Metall. Wo haben wir jetzt Metall? Nein, jetzt sag mir bitte nicht, dass ich das irgendwie rausholen muss. Ach so, hier. Oh, ich dachte gerade schon. 10 Metall. Da. Zack. 30 Minuten. Das sollte aber noch reichen. Wir müssen ja erst um 3 ins Bett. So, perfekt. Können wir auch noch kurz mit ihm reden hier? Also, das Ding ist absolut uralt, aber ich habe es zum Laufen bekommen. Na wunderbar. Nun, wenn du mich entschuldigst, ich muss einige sehr wichtige Sachen in der Mine überprüfen. Okay, Bobs Haus freigeschaltet. Wie Bobs Haus? Du solltest... Ja, ich würde ja gerne schlafen gehen. Okay. Ah, jetzt kann man... Ah, okay, perfekt. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt leider schon sehr spät, deswegen müssen wir jetzt leider wieder gehen. Aber immerhin können wir, wenn wir morgen wiederkommen... Bin ich denn jetzt hier? Da? Wenn wir ein Nickerchen gemacht haben... Jetzt ist natürlich hier überall das Licht aus. Ich sollte dann vielleicht mal gucken, dass ich... Ja, von hier oben eigentlich mal einen nehme. Aber wenn ich das jetzt nach da oben mache, dann kann ich den Tisch hier nicht mehr hinstellen, so wie ich das verstanden habe. So, das decken wir aber nochmal zu. Ich bin so ein bisschen gebrandmarktes Kind. Gehen wir mal hoch. Was ist hier mit dem PC eigentlich? Der gibt nur ein Metall. Okay, er gibt Elektrobauteile. Die Frage ist, ob wir den PC nochmal brauchen. Also, ich würde sagen, wir legen uns erstmal aufs Ohr. Okay, in 2 Tagen wird das Wasser abgeschaltet. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir irgendwie genug Wasser haben. Wir müssen wahrscheinlich jetzt auch jeden Tag die Blumen gießen, oder? Ich weiß es nicht. Ich hole mal hier erstmal ab. Papa! Komm, schneller, alter Mann. Los. Okay, sehr schön. Schaue auf deinen ultimativen Fluchtplan. Das müssen wir übrigens auch noch machen. Das habe ich nämlich jetzt vergessen. So, umdrehen. Lesen. So, schaffe eine Nahrungsquelle. Oh, haben wir sogar schon gemacht. Baue ein paar Pflanzen in deinem Bunker an. Ja. Ja, haben wir quasi schon. Der Agent wäre nicht glücklich, wenn er das sehen würde. Das denke ich auch. Um eine einfache Untergrundfarm zu bauen, brauchst du 5x Beete. Okay, wir müssen das Ganze noch was erweitern, aber hatte ich ja eh vor. Kann in der Werkbank hergestellt werden. 5 Samenbeutel.
Haben wir auch. Du kannst eventuell ein paar in deinem Haus finden. Samen können auch im Handel gekauft werden. Ja, das erstmal umdrehen. Und wir gehen jetzt erst nochmal nach unten. Ich glaube, wir können ernten. Ah, oh, das ist ja cool. Preppi, bleibst du? Hallo, komm runter. Alter Mann, beweg dich. Wie du kommst. Ach so. Sag das doch. Mein Gott. Ach. Kann man sich aber auch anstellen, ehrlich. So, das wird jetzt erst nochmal. Okay, das können wir anscheinend doch noch nicht ernten. Wir müssen erstmal Wasser hier auffüllen. Okay. Ja, ich hab's ja verstanden. Wir gehen jetzt erstmal eben nach oben. So, das decken wir erstmal wieder ab. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier noch machen sollen, warum das hier immer wieder runtergeht. Das habe ich, wie gesagt, von Anfang an nicht so wirklich gut verstanden. Aber nein, ich. Ach Gott, ja, Rechtsklick, ich weiß, ich weiß. So, das tun wir erstmal wieder zurück. Da das immer wieder zurückgeht, würde ich sagen, machen wir erstmal ein Nickerchen, oder? Also vielleicht wisst ihr, woran das hier liegt, dass es immer wieder zurückgeht. Weil ich habe, glaube ich, ein bisschen zu schnell geklickt oder so, wo das erklärt wurde. Ich weiß es nicht. Ich vermute, es ist so die Mischung zwischen Schlafen und Essen. Weil sich das jetzt auch wieder ein bisschen auflädt. Mit der Tendenz, dass jetzt nichts mehr passiert irgendwie. In guter Verfassung. Du bist gut ernährt und ausgeruht. Ah, deine Vorbereitung nimmt nicht ab und du kannst schneller arbeiten. Das ist schön. Ich würde ehrlich gesagt gerne unten was ausbauen, aber wir gehen jetzt erstmal wegen den Pilzen gucken. So, einmal zur alten Mine. Ich weiß aber nicht, was jetzt mit Bobs Haus ist. Oder ob man hier jetzt irgendwas machen kann. Das sieht aber nicht so aus. So, Level 1. Komm, mach schneller, alter Mann. Los. Okay, Level 1 ist nicht hier oben. Doch hier oben. Keine Ahnung. Hallo. Ist der Typ noch da? Irgendwie? Kann man hier durch? Man kann hier durch, aber es bringt mir nichts. Nein, komm wieder zurück, komm wieder zurück. Wie soll ich das denn machen, dass ich da jetzt runterfahre? Vielleicht kann ich ja zu Level 4 oder so. Vielleicht kann ich auch einfach draufdrücken und runter machen. Okay. Das ist jetzt Level 4, wenn ich das jetzt richtig sehe. Da können wir jetzt runtergehen. Hier runtergehen. Und hier sind Fledermäuse. Okay, wir nehmen mal den Baseballschläger zur Hand. Ich weiß nicht, ob die uns angreifen. Okay, da klettern wir erstmal. Aber hier sind doch keine Pilze drin. Ja. Ich kann hier auf jeden Fall. Jeden Fall angreifen. Okay, was haben wir hier? Ist das Stein? So, was haben wir hier? Nehmen. Das sieht gut aus. So nach Stein. Stein. 5 Stück sind das sogar, oder? Doch, aus einmal so einen Stein kann ich 5 Stück machen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, dann können wir hier hoch. Okay. Die Frage ist jetzt, muss ich die armen Fledermäuse töten? Oder, also greifen die mich an? Weil die sind doch eigentlich friedlebend. Oh, hier oben ist was. Einmal öffnen, bitte. Was haben wir denn hier? Treibstoff. Scheiße, sind die schwer, ne? Es geht noch. Eisenerz, das ist richtig schwer. Das ist die Frage. Ich krieg den Stein bestimmt jetzt nicht mehr, oder? Zu schwer. Ja, dachte ich mir schon. Schade, schade, schade. Da müssen wir jetzt hier in mehreren Etappen durch.
Aber trotzdem sehr geil, was man hier so in der Mine alles findet. Jetzt weiß ich auch zumindest schon mal, wo wir den Stein herkriegen. Da oben will ich hin. Zugangskarte zur Mine. Da ist auch nochmal viel Stein. Okay. Ja, mal ein bisschen schneller. Hoch. Okay, so. Ist natürlich so ein bisschen hin und her Lauferei jedes Mal, aber so langsam macht es Spaß, weil man dann doch schon die ein oder andere Sache bekommt. Und ich kann immer noch nichts machen, wodurch ich den Regen auffangen kann. Ich finde das echt. Können wir nicht vielleicht irgendwie die Holzkiste hier? Können wir nur öffnen, um reinzugucken, denke ich mal, ne? Ja. Okay, schade. Ich kann auch irgendwie nur einmal am Tag das Wasser nehmen, habe ich so das Gefühl. So, dann zerlegen wir natürlich den Stein. Das Problem ist nur, dass wir dringend Metall brauchen. Ach, jetzt ist das wieder abgedeckt, ne? Ach, Junge. Junge, warum tust du mir das an? So. Okay, Treibstoff. Die Grundeinheit Energie kann in einen Generator genutzt werden. Ah, das ist schon mal sehr, sehr geil. Kann man das dazwischen stellen? Kann man. Dann würde ich sagen, machen wir das doch auch. Irgendwie wollten die ja nicht, dass ich das direkt die Wasserbehälter nebeneinander stelle. Keine Ahnung, was das ist, aber na gut, egal. Hauptsache, ich habe die Sachen hier. Das ist schon mal die halbe Miete. Was haben wir denn hier? Eisenerz. Schmelz ist, ach so, im Ofen, um etwas Metall zu erhalten. Oh je, einen Ofen müssen wir auch noch herstellen. Oh je, oh je, oh je. Oh, okay, das ist ein bisschen groß. Können wir das. Ich wollte gerade sagen, können wir das nicht einfach hier mal ablegen? Das ist nämlich sehr schwer. So, da. Sieht zwar natürlich jetzt nicht ganz so toll aus, wenn das hier liegt, aber ich meine, was soll's? Können wir hier eigentlich noch rum, wenn wir das da hingelegt haben? Oh, nee, anscheinend nicht. Schade. Okay, dann nehmen wir das mal eben mit. Ach so, dann komme ich da aber an die Fässer dann auch nicht ran, wahrscheinlich. Gut. Wir müssen dann. Das können wir theoretisch auf dem Boden legen. Die Frage ist nur, ist es dann versperrt oder kann ich da einfach drauf laufen? Nee, kann ich drüber laufen. Okay, das ist sehr gut. Den Hebel denke ich mal. Ach, nochmal Reparatur für die Seilbahn. Vielleicht können wir die ja auch später nochmal reparieren. Das kann natürlich sein. Oh. Eine Granate verursacht einigen Schaden und betäubt deine Gegner. Du kannst sie auch zerlegen, um Materialien zu bekommen. Du kannst sie auch auseinandernehmen, um an ihre Zusammensetzung zu kommen. Ja, ich würde sagen, eine werden wir auf jeden Fall zerlegen. Wo waren die jetzt hier? Da. Eine zerlegen wir auf jeden Fall. So. Dann können wir die nämlich herstellen. Wenn das alles so klappt, wie ich mir das jetzt denke. Ja, perfekt. Dann können wir die nämlich herstellen. Und ich würde sagen, dass wir die Handgranate erstmal so dekorativ hier oben reinlegen. Oder auch nicht, weil der Weg versperrt ist. Ne? Ja, das ist zugegebenermaßen etwas blöd hier unten. Können wir denn vielleicht hier unten erstmal was bauen? Ich weiß, dann bist du wieder müde. Was ist jetzt los? Ach, muss der das von oben? Nee, muss er das von oben machen? Moment. Ich komme nicht dorthin. Ernsthaft jetzt? Na gut, dann nehmen wir die erst noch mal. Nee, er kommt immer noch nicht dorthin. Junge. Was ist jetzt dein Problem? Ach so, dass das. Ach, ich verstehe.
Okay. Wir machen mal eben schnell ein Nickerchen. Es ist natürlich sehr spät, ich weiß. Oh, das Wasser müssen wir gleich auch nochmal eben auffüllen. So, und jetzt sag mir bitte, dass du es jetzt mal... Nein, komm. Schluss für heute und ab ins Bett. Willst du mich verarschen? Gut, dann müssen wir hier definitiv... Ach so, wir können ernten. Ah! Wie geil ist das denn? Jetzt haben wir 5 Möhren. Und 3 Rüben rausgeholt. Und ich glaube sogar einmal Salz, kann das sein? Ah, nee, Moment. Das war von dem Zerlegen von der Granate, genau. Wir haben jetzt keine Dings mehr hier drin, nee. Okay, aber wie kriege ich dann neue Samen? So wie es aussieht, werden die ja automatisch verbraucht. Was natürlich nicht gut ist. Karotten. Rüben. Nehmen wir noch mal mit. Ja, ich weiß, kann man so nicht machen. So. Erstmal das. Dann das. Und gerne noch ein bisschen Wasser rein. 4 habe ich noch vom Wasser. Okay. Jetzt auf einmal. Mal gucken, ob wir das nicht noch, doch noch hinkriegen hier. Schluss für heute und ab ins Bett. In guter Verfassung. Du bist gut ernährt. Deine Vorbereitung nimmt nicht ab und du kannst schneller arbeiten. Ich würde gerne arbeiten, ja. Aber warum auch immer, er will es irgendwie nicht. Was ich seltsam finde. Er zeigt mir auch nur an, dass ich da weitermachen kann. Ich kann da komischerweise gar nicht weitermachen. Er zeigt mir aber nicht an, warum. Er hat mir zwar vorhin kurz angezeigt, Schluss für heute, ab ins Bett. Ach so, nee, Moment, ich muss erstmal Möhren und Rüben. Da könnte ich jetzt theoretisch von beiden eine Suppe machen. Würde ich sagen, machen wir erstmal eine Möhrensuppe und eine Rübensuppe. Und tue die jetzt erstmal beide da rein. So. Und guck dann gleich mal, wie viel ich dann weg habe, wenn ich geschlafen habe. Das ist dann auch unser Stichwort, würde ich sagen, weil wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann schauen wir mal morgen, ja, was passiert mit dem Wasser, ob uns das Wasser jetzt abgestellt wird, warum uns das Wasser abgestellt wird, ob wir die Rechnung irgendwie nicht bezahlt haben, aber wahrscheinlich nur wegen irgendeinem Rohrschaden oder so, keine Ahnung. Aber es klingt beides irgendwie unlogisch, weil man weiß nicht im Voraus, dass das Wasser abgestellt wird, wenn man die Rechnung nicht bezahlt. Und man weiß ja auch nicht im Voraus, dass man einen Schaden halt hat. Ein Rohrschaden oder ähnliches. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt ergeben wird. Und ja, bin auch mal gespannt, wie das mit den baulichen Sachen weitergeht. Weil ich würde schon gerne links etwas bauen, wo ich dann halt das Eisenerz zum Beispiel reintun kann. Da ich das ja leider im Moment noch nicht schmelzen kann. Ich bin echt mal gespannt. Bis zur nächsten Folge. Ciao!